Moinsen, in diesem Video geht es um Makronährstoffverteilung. Wie viel Eiweiß brauchst du, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate und so. Auf geht's. Im letzten Video haben wir Kalorienbedarf berechnet, Defizit bestimmt, beziehungsweise Überschuss. Und für mein persönliches Rechenbeispiel kamen wir da fürs Defizit auf 2584 Kilokalorien pro Tag. Was auch immer du für dich ausgerechnet hast, mit der Zahl rechnest du jetzt natürlich weiter. Wichtigster Makronährstoff fürs Defizit jetzt oder auch fürs Zunehmen, scheißegal, ist das Protein. Und das Protein ist maßgeblich entscheidend für die Muskelproteinsynthese. Wer darüber mehr erfahren möchte, wir haben schon mal ein Video dazu gemacht, zum allgemeinen Thema Ernährung. Zieht es euch rein. Ne? Hier, Link, da. Naja, andere Seite. Da. Eher da. Da? Ja. Protein ist wichtig. Lassen wir es mal dabei. Ja. Frage ist, wie viel brauche ich davon? Ganz grobe Richtwerte, wenn ich im Kaloriendefizit bin, sollte ich mehr Eiweiß essen als im Überschuss oder in der mesokalorischen Phase. Je größer das Defizit oder je magerer ich bin, desto höher sollte eher so meine Eiweißzufuhr sein. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und andersrum, je größer mein Überschuss ist, sage ich mal, desto weniger Eiweiß brauche ich letztendlich, um sicherzustellen, dass ich halt Muskeln aufbaue. Ganz einfach deswegen, Kaloriendefizit ist übelst katabol. Je größer das ist, desto höher die Gefahr, dass ich Muskulatur verliere. Und davon abhängig auch vom eigenen Körperfettanteil. Je fetter ich bin, desto geringer ist vermutlich der Anteil der Muskulatur, den ich verliere. Und andersrum, je magerer ich bin, desto höher ist wahrscheinlich der Anteil der Muskulatur, den ich verliere. Das haben wir im vorherigen Video auch schon ein bisschen mehr im Detail besprochen. Können wir euch auch hier verlinken. Ne? Vielleicht müsst ihr auch euer Kalorienbedarf noch bestimmen. Dafür haben wir natürlich dann auch das Video für euch. Das heißt, für mich persönlich jetzt, ich wollte abnehmen. Das hier ist mein Kalorienbedarf, bereits mit eingerechnet im Defizit. Und ich habe das Defizit ziemlich konservativ gewählt. Das Defizit ist relativ klein und ich bin jemand, ich ernähre mich nicht so krass gerne mega eiweißreich. Also ich würde jetzt sagen, bei mir, ich würde einfach diese 2,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht wählen. Also ne, ich wiege jetzt, sagen wir mal, 90 Kilogramm Körpergewicht mal 2,2 bin ich bei 198 Gramm Eiweiß, die ich pro Tag zu mir nehmen sollte. So, Eiweiß hat 4 Kilokalorien pro Gramm. Bedeutet, das wären jetzt schon, wenn wir es aufrunden, 800 Kilokalorien nur fürs Eiweiß. Dann bleiben mir noch 1784 Kilokalorien für Kohlenhydrate und Fett übrig. Das hier sollte fest gesetzt sein. Das ist extrem wichtig, dass die Kalorienbilanz stimmt und die Eiweißbilanz. Okay, das sind die zwei wichtigsten Faktoren. Das, was wir jetzt mit den übrigen Kalorien machen, ist absolut zweitrangig. Also, was haben wir noch für Makronährstoffe? Timo? Kohlenhydrate. Mhm. Und? Fett. Aha. Genau, wir haben Kohlenhydrate und Fett. Schon ein bisschen aufgeregt. Ich würde das jetzt pauschal einfach prozentual aufteilen. Also ich sag euch schon mal, so eine typische europäische Ernährungsform ist in der Regel 70-60% Kohlenhydrate, also jetzt kalorientechnisch betrachtet, und dementsprechend 30-40% Fett. Mit so einer Art von Makronährstoffverteilung werden sich die meisten von euch vermutlich recht wohl fühlen. Man kann aber auch
zum Beispiel 50-50 machen. 50% Kohlenhydrate, 50% Fett, die übrigen Kalorien, was auch immer. Man kann auch, wenn man möchte, irgendwelche Extreme eingehen. 90% Kohlenhydrate und 10% Fett. Wobei in den Extremen ist es immer so, dass gewisse Risiken oder halt Nachteile dann auftreten können. Fett ist ein essentieller Nährstoff. Man braucht gewisse Fettsäuren für Stoffwechselvorgänge. Und wenn man, sagen wir mal, nur noch 10% der Kalorien, die man zur Verfügung hat, an Fett zu sich führt, kann es sein, dass über einen längeren Zeitraum gesehen diese Fettzufuhr zu gering ist, um quasi alle nötigen Fettsäuren abzudecken. Andersrum, wenn man jetzt sagt, man macht es ketogen, man macht, oder Low Carb, sagen wir mal, 90% Fett und nur noch 10% Kohlenhydrate, ist halt die Frage, wie gut man sich dann noch vom Training erholen kann oder wie, oder anders gesagt, wie viel Energie man noch fürs Training hat. Weil Kohlenhydrate sind ein großer Energieträger. Also Muskulatur arbeitet hauptsächlich mit Glykogen im Kraftsport, im Krafttraining. Und Glykogen ist nichts anderes als Zucker letztendlich. Und diese Glykogenspeicher müssen halt wieder aufgefüllt werden. Und wenn ihr eine extrem geringe Kohlenhydratzufuhr habt, ist es für den Körper schwierig, Glykogen zur Energieversorgung der Muskulatur bereitzustellen. Das funktioniert auch über Fett, über Umwege und so, ist aber nicht unbedingt optimal. Okay? Also sucht irgendeine einigermaßen ausgewogene Verteilung. Ich sag mal, alles zwischen, alles um die 50-50 ist vollkommen okay. Aber wie gesagt, das ist so das, was meistens hinhaut. Ich würde bei mir jetzt einfach sagen, wir nehmen hier die goldene Mitte. Ich will den Rest meiner Kalorien zu 65% Kohlenhydrate haben und 35% Fett. Also das macht ihr wirklich hauptsächlich einfach nur jetzt von euren persönlichen Vorlieben abhängig. Letztendlich macht es aber Sinn, eher eine höhere Kohlenhydratzufuhr zu wählen und eine niedrigere Fettzufuhr. Weil Fett ist der größte Energieträger und Kohlenhydrate sind wichtig fürs Training, für den Glykogenspeicher und so. Das heißt, im Optimalfall würde ich vielleicht sowas empfehlen wie, also wenn euch das jetzt wirklich scheißegal ist, würde ich empfehlen, ihr nehmt 80% Kohlenhydrate und 20% Fett vielleicht. Geringe Fettzufuhr, viele Kohlenhydrate. Da habt ihr ein hohes Nahrungsvolumen, viel Energie fürs Training und trotzdem noch genügend Fett, um alle essentiellen Fettsäuren quasi abzudecken, wenn ihr gute Fettquellen wählt. Aber oberste Gebot in der Diät ist immer, man muss sie durchhalten können. Der beste Ernährungsplan funktioniert nicht, wenn man sich nicht dran halten kann. Also macht es in erster Linie vorwiegend von euren Ernährungsgewohnheiten abhängig. Es muss für euch so einfach wie möglich sein, euch an die Vorgaben halten zu können. Okay? Das heißt, diese 80-20 oder was auch immer wählt man nur dann, wenn man einfach so stumpf ist und einfach alles futtern kann. Hauptsache es ist, ich sag mal, auch das letzte Prozent an Potenzial, was man rausholen kann, ist ausgeschöpft. Es gibt ja solche Leute, die können das oder machen das oder wollen das, was auch immer. Aber für die allermeisten ist das hier vollkommen ausreichend, so eine ungefähre Aufteilung. Also berechnen wir jetzt, wie viele Kalorien 65% sind, beziehungsweise 35%. Ich habe schon mal zu Ende gerechnet. 65% Kalorien, also 65% von meinen 1784 übrigen Kalorien entspricht 1160. Und 1 Gramm Kohlenhydrat hat 4 Kalorien. Also rechnen wir das Ganze hier durch 4 und erhalten dann die Grammzahl. Entspricht 290 Gramm Kohlenhydrate pro Tag. Also das hier ist durch 4, das hier ist durch 9 beim Fett. Da haben wir 69 Gramm Fett und die 198 Gramm Proteine. Das wäre jetzt meine Makronährstoffaufteilung für meine 2500 Kalorien. Wichtig, schmeißt nicht alles aus dem Fenster, wenn ihr eure Proteinvorgabe um 1 Gramm verpasst habt. Okay? Wenn ihr diese Werte plus minus 5-10% würde ich sagen, also 10% ist schon recht großzügig, aber auf jeden Fall plus minus 5% erreicht, ist es mehr als gut genug. Es ist vollkommen unrealistisch zu erwarten, das auf den Gramm genau zu treffen. Muss man auch nicht. Ganz minimalistisch betrachtet könnte man einfach nur sagen, haltet das Defizit ein
und guckt, dass ihr auf euer Eiweiß kommt. Das ist für die allermeisten Menschen auch schon vollkommen ausreichend als Ziel. Und scheißt darauf, wie viel Fett oder Kohlenhydrate ihr davon habt. Whatever. Ihr esst einfach und was auch immer dabei rauskommt, ist gut. Hauptsache Eiweiß stimmt. Und Kalorienbilanz kann man auch machen. Und für den absoluten Anfänger ist es auch okay zu sagen, halt dich nur an die Kalorienbilanz und achte gar nicht auf die Makronährstoffe. Je nach Ziel und, ich sag mal, Erfahrungslevel muss man diese Vorgaben halt dann auch ein bisschen individualisieren. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der hat noch nie in seinem Leben irgendwie sich mit Ernährung und Training auseinandergesetzt, der soll einfach überhaupt erstmal nur sich damit auseinandersetzen und tracken. Und dann kann man sagen, gut, okay, jetzt gehen wir mal ins Kaloriendefizit. Und dann kann man sagen, okay, achte mal auf dein Eiweiß. Und nur wenn das alles stimmt, dann kann man sagen, achte auf deine Kohlenhydrate und Fettverteilung. Okay, also das hier ist absolut zweitrangig und schon relativ unwichtig im großen und ganzen Bild so. Gut? Gut. Sind noch Fragen? Timo, hast du Fragen? Nö, also hast du gut erklärt. Danke. Wenn ihr Fragen habt, rein in die Comments, lasst ein Like da, abonnieren, Glocke drücken. Und noch ein Video empfehlen vielleicht. Ja, das, was wir, das Ernährungsvideo, wir haben, ich habe doch schon Videos empfohlen. Ja, okay. Na, hier das Thema, das Video, was wir allgemein zum Thema Ernährung gemacht haben, da sind wir auch ein bisschen auf die Makronährstoffe und so auch eingegangen. Und natürlich das Video, wie man Kalorienbedarf bestimmt. Und wir haben auch sogar ein tolles Video gemacht zum Thema Muskelaufbau, Abnehmen und so. Das Ganze, ne? Abonniert einfach den Kanal. Ja, ist so. Bis zum nächsten Mal.